Moin und herzlich willkommen zur 78. Ausgabe des Einsatzes in vier Festungen. Die Festungswoche neigt sich dann so langsam dem Ende zu. Aber wir haben jetzt hier noch eine Tatooine-Festung logischerweise am Start. Die werden wir uns jetzt noch anschauen. Und da wollen wir mal schauen, was uns hier so Schönes erwartet. Wir sind auf Tatooine unterwegs bei Satana. Ein bisschen mit Leerzeichen geschrieben. Das heißt, ich mache das hier einfach mal auf, damit ihr euch das anschauen könnt. Hier, Satana. Pirate Roost, das heißt, wir haben ja eine Piratenfestung, mehr oder weniger. Ich habe leider nichts zum Thema, wie viel Prestige hier drin verbaut sein könnte oder wie viel prozentual hier die ganze Festung ausgenutzt wurde. Meine schlaue Liste ist an der Stelle auch ein bisschen leer. Dementsprechend finde ich es vielleicht ganz praktisch, wenn sich der Besitzer in den Kommentaren melden würde. Vielleicht findet sich das ja. Dann wissen wir das eventuell. Aber 7 von 7 Expansionen, das heißt, wir haben sie auf jeden Fall voll ausgebaut. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal nach, wie das Ganze so aussieht und fangen einfach mal an. Wir stehen hier oben natürlich auf dem Podest hier, beziehungsweise in dem oberen Bereich hier, wo man natürlich erstmal landet. Da sehe ich direkt mal, das ist doch auch aufgehängt, oder? Diese Handtuchleinen, die sind doch normal nicht da. Die kann man doch auch dahin hängen, oder? Ja, wir haben auf jeden Fall erstmal ein bisschen Utility-Bereich hier an der Stelle. Das heißt, wir haben Handelsnetz, wir haben ein Postfach, wir haben da drüben eine Modstation und wir haben die Bänke hier. Gleich im Eingangsbereich, man spawnt ja glaube ich hier, steht man und da hat man direkt hier eben auch alles am Start. Dann haben wir noch ein paar Händler, auch die Javas sind hier direkt am Start, die handeln hier auch gerade noch mit einem Mandalorianer. Der hat auch seinen kleinen Echsenaffen mit am Start. Die haben sich auf jeden Fall hier eingerichtet, haben hier ihren kleinen Container. Hier kann man sich dann auch noch verkleiden als Red bzw. imperialer Soldat tatsächlich. Und wir haben so ein paar Mandalorianer, die hier dazwischen stehen immer wieder. Wo stand hier einer? Da steht einer. Hier steht auch noch einer, der macht hier gerade seine Schussübungen hier an dem Schießstand. Hier haben wir auch nochmal einen. Hier haben wir noch ein paar Jetpacks und sowas. Ein paar Waffen liegen hier auch rum. Also ist alles am Start, was man braucht. Wenn wir so da runter gucken, da steht auf jeden Fall einiges rum an Gefährten auch. Bin sehr gespannt, was uns da noch so Schönes erwartet. Gut, gehen wir mal hier rein. Hier sind auf jeden Fall auch weiterhin Kopfgeldjäger unterwegs. Und hier haben wir, ja, Gefängnis. Ne, hier haben wir einen Jedi auf jeden Fall eingesperrt. Der Mandalorianer hat den hier festgenommen. Und hier sind sie gerade dabei, Master Nostoral zu vernehmen. Ja, das ist ein ganz normales Verhör, was man hier sieht. Das ist auch kein Foltertisch oder sowas. Nein, nein. Das ist ein ganz normales Verhör. Ja, der Botschafter Jerik steht daneben und guckt zu. Ist natürlich auch sehr schön. Ja, aber doch so ein bisschen eher noch imperial, ne? Auch wenn wir hier die Mandalorianer haben und vielleicht so ein paar Piraten noch sehen werden. Wegen dem Namen. Haben wir hier doch das Ganze ein bisschen imperial eingerichtet. Mit den Flaggen und den Werbungen an der Wand. Gut, schauen wir nochmal auf der anderen Seite rein, was wir hier so Schönes haben. Oh ja, das ist so ein bisschen ein Quartier. Na, wir haben erstmal ein bisschen Werbung oder ein bisschen mandalorianische Kunst an der Wand. Ja, und noch so eine Carbonitplatte mit einem Kollegen drin. Haben wir ein paar Betten, wir haben hier eine Kochstation, wo hier auch ein Intelligence Watcher tatsächlich steht. Auch wieder eine Echsenaffe hier. Eine Sitzgelegenheiten haben wir haben ein paar Schränke, wir haben hier so einen Waffenstand. Und hier ist auch nochmal eine Sturmkanone. Ein Tresor haben wir auch mit am Start. Ein kleines Feuerchen für die Gemütlichkeit. No? Und einen schönen Kronleuchter oder sowas. Da brennt auch auf jeden Fall irgendwas. Ne? Verschiedene Kerzen drauf oder sowas. Ja, also so ein kleines Quartier haben wir hier an der Stelle auch am Start. Darf natürlich auch nicht fehlen. Man braucht ja einen Rückzugsort. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg nach unten. Was haben wir hier noch? Steht noch all mögliche Material rum. Hier haben wir noch so einen Holotisch. Den können wir mal anmachen. Auf jeden Fall wieder einige Carbonitplatten hier mit entsprechenden Gefangenen drin. Hier drüben noch ein paar mehr. Waffen auf jeden Fall. Kisten hier noch so eine kleine Werkbank. Ist da auch mit am Start. Auf jeden Fall in der Mitte noch ein Mandalorian War Table ist das, glaube ich. Ne? Der große Kriegstisch. Auf so einer schönen Steinplatte auf dem Boden. Ja, alles mit am Start. Also hier noch ein bisschen Versorgungsgüter. Ein paar hängende Käfige. Sehr gut. Da gehen wir mal runter aufs Ground Level und schauen uns mal an, was wir da im Sand so finden. Wahrscheinlich Sand. Aber was noch? Das ist die Frage. Ja. Ah, wenn man von hier kommt, wird man auf jeden Fall erstmal freudig empfangen. Also hoch in die Wohnung, sage ich mal, darf nicht jeder. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall hier zwei Mandalorianer, die das Ganze hier ein bisschen begrenzen. Hier haben wir auch so eine Art Tresen. Mal ein bisschen Wartebereich hier, Sitzgelegenheiten auf jeden Fall. Noch so ein Bounty Board hier an der Stelle. Auf der anderen Seite auch, passt natürlich auch wunderbar hierher. Und ja, wunderbar. Wollen wir mal rausgehen, mal schauen, was wir hier so haben. Oh ja,
Zugangsrestriktionen noch und nöcher. Und, oh ja, das sieht ja aber eher nach Schlachtfeld aus, wa? Also hier scheint der Schutz, der sich hier für die Wohnung bietet, scheinbar auch ganz notwendig zu sein. Wir haben zum einen hier einen Salak, der passt natürlich wunderbar hier hin in die Mitte. Dann sind hier aber Feuerfelder und Zäune oder Wände aufgestellt. Man sieht hier verschiedene Krater vielleicht nicht, aber Einschlagspuren und hier auch irgendwie andere Waffenspuren noch entsprechend. Hier liegen auch ein paar kaputte Druiden rum. Hier stehen auch noch ein paar, die ganz sind. Aber hier brennt auch immer wieder mal so ein bisschen Schrott. Hier sind ein paar kaputte Kisten noch dazwischen. Der Schirm sieht auch nicht mehr ganz so gut aus. Auch noch ein defekter Gleiter hier. Und dann immer wieder diese Feuerplatten. Ah, und die scheinbar machen sich die Wompratten hier breit. Die stehen nämlich hier auch in der Gegend rum. Kleine und große Wompratten. Ja, und da hat man hier entsprechend ein paar Zäune gestellt und hier diese wunderbaren Feuerflächen auf dem Boden, dass man hier entsprechend nicht allzu gut reinkommt. Ah, wird die Festung hier gerade wohl ein bisschen überrannt. Gut, gehen wir mal hier rechts rein. Oh ja, hier ist auch schon ein bisschen was kaputt gegangen. Hier hängt das alles von der Decke runter. Die schönen imperialen Plakate an der Wand hängen zwar noch, aber von der Decke kommt hier langsam was runter. Und oh ja, hier ist auch ein bisschen was kaputt gegangen. Eieieiei. Ah, ein Teil der Gleiter ist noch funktionstüchtig. Also hier so ein Panzer zum Beispiel. Liegen aber auch Schrottkisten hier noch mit rum. Hier sind aber auch die Druiden gerade schon dabei und reparieren da was. Immerhin. Hier kommt Lava raus. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen kaputt hier. Hier sind auch noch ein Druide gerade am Verbrennen. Hier brennt noch ein bisschen mehr. Eieieiei. Ah, hier ist auch noch einer am Brennen. Die Polizei brennt hier auch an der Stelle. Aber doch, einige Gleiter, die sehen hier noch ganz gut aus. Da kann man noch mit was mit anfangen. Wunderbar. Ja, in der Mitte liegt so ein komplett kaputtes imperiales Shuttle. Das ist hier auch scheinbar abgestürzt. Da stand aber scheinbar was drunter. Und der ist hier gelandet. Ey, wie kann man? Naja, explodiert ja auf jeden Fall fröhlich vor sich hin. Und hier brennt immer wieder mal was. Aber ein paar Gleiter, wie gesagt, sind hier auch noch am Start. Und in der Lage, fahrfähig zu sein, sind fahrfähig, so rum. Auf jeden Fall technische Geräte noch an der Wand, ne? Also die ganz sind und noch nicht kaputt sind. Hier liegt auch schon wieder was Brennendes rum. Ein paar Starfighter haben wir ja auch noch mit am Start. Wunderbar. Ah, die imperialen Flaggen hängen auch alle ein bisschen schief und so auf halb acht. Also die haben auch schon ein bisschen gelitten. Hier scheint wirklich was los zu sein hier in der Festung. Gut, dann gehen wir mal raus aus dem Hangar hier und schauen mal, was uns hier draußen noch Schönes erwartet. Wenn wir mal hier uns ein Feuerchen mitnehmen und dann gehen wir hier mal nach oben. Haben wir erstmal zwei kaputte Geschütze, die sind auch schon zerstört worden hier. Oh, hier sieht er dann noch schlimmer aus. Eieiei. Okay, hier haben wir erstmal noch eine Geschützstellung, auch wenn das Geschütz nicht so wirklich einsatzbereit aussieht. Zwei Piraten von der White Maw, also Black Sun, Schwarze Sonne und von der White Maw hier an der Stelle von Hoth, die hier entsprechend Stellung bezogen haben. Hier stehen große Panzersperren rum, haufenweise Schrott. Hier auch nochmal Bounty Hunter und Piraten. Und die wollen scheinbar alle da rein. Da wollen wir natürlich dann auch gleich rein. Mal schauen, was das so bringt. Hier brennt auf jeden Fall wieder einiges. Viel ist kaputt gegangen. Hier haben wir noch so einen Escape Pod, der hier gelandet ist, scheinbar. Natürlich auch sehr cool. Damit sind sie vielleicht hier runtergekommen. Ja, ist auch so der ne? Also, mehr bei einem Gleiter braucht man halt auch nicht, außer Triebwerk und einen Sitz und einen Griff. Und gut ist. Ah, das Spire haben wir hier als Modell. Ah, und viel kaputte Sachen hier. Aber auch hier wieder Geschützstellungen. Ah, da sind auch Sprungtruppen, automatische Geschütze. Das heißt, hier ist so ein bisschen die oppositionelle Fraktion hier. Gegenüber den Piraten da hinten, meine ich. Schauen wir erstmal hier rein, was hier drin ist. Ah ja, Sprungtruppen noch und nöcher. Zwei Sakul-Ritter, die das Ganze überwachen und Gemini 16. Und das muss auf jeden Fall an hier. Sehr schön. Ja, also. Oh, Empress Valen. Okay. Also hier haben wir auf jeden Fall die Sprungtruppen. Und die werden natürlich gut bewacht außen. Warum die nicht zum Einsatz gekommen sind, wo hier doch gerade richtig Party ist. Ah, vielleicht kommt das noch, wer weiß. Gut, dann wollen wir mal gucken, was hier hinter den Panzersperren sich verbirgt. Wir haben hier überall diese Raketen an der Wand, die hier irgendwie nach unten zeigen. Da hinten ja auch schon eine. Bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Überall auf jeden Fall immer diese Blechwände hier noch dazwischen. Ich glaube, man kann da durch, ne? Ja, sehr gut. Okay, hier haben wir dann wieder ein Sith Intelligence und ein Imperial Vanguard. Oh Gott!
Okay, also wir haben ein ganzes imperiales Bataillon, was hier diesen Zugang bewacht. Und zusätzlich eben noch einiges an Schockwänden und sowas, dass man hier auch, wenn man schnell durchläuft, sicherlich schnell Probleme kriegt. Hier ist auf jeden Fall normalerweise so der Eingangsbereich. Hier haben wir nochmal einen Tresen. Hier kann man irgendwie, weiß ich, Tickets kaufen oder irgendwas anderes kaufen. Gibt noch Holoschilder oben drüber. Aber ich glaube, das ist jetzt aktuell jetzt nicht so erwünscht, beziehungsweise nicht so benötigt, weil man muss hier eben eher gucken, dass man hier lebend durchkommt. Ist also ein bisschen anders, dank des Piratenangriffs scheinbar da draußen. Und hier, hier geht's auch vorbei. Hier hat man auch nochmal eine Mauer hingestellt, dass hier bloß keiner reinkommt. Und dann ist es hier doch wesentlich entspannter. Also wir haben hier einen Turm, der hier scheinbar ein bisschen für angenehme Atmosphäre sorgt. Er püstert so ein bisschen rum. Der ist von Iokat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da gibt es so eine Mission, wo man die Dinger drücken muss, wenn es das ist. Hat auf jeden Fall so ein bisschen stilistisch davon was. Wir haben einige Hochbeete hier, ein Druide, der das Ganze wässert. Viel Pflanzen, was hier auch so von der Seite runterrankt. Ein schöner Gleiter, der hier rumsteht. Da nochmal so ein Kartellschiff. Paar Kristalle hier schön eingefasst, steinern. Und da haben wir hier so ein bisschen Konferenzsaal, vielleicht auch Rückzugsort. Darth Malora steht hier rum. Hier sind auch Betten, deswegen vielleicht nicht nur Konferenzsaal oder liegen, sagen wir mal. Auf jeden Fall auch sehr schön eingerichtet. Bilder an der Wand, ein paar Terrarien hier mit Pflanzen entsprechend. Und in der Mitte ein schöner großer Tisch, wo man sich gut unterhalten kann, austauschen kann. Wunderbar. Schauen wir mal hier drüben. Hier haben wir irgendwie eine heiße Quelle, wie das aussieht. Und die Pflanzen, denen geht es hier besonders gut natürlich. Ne? Schöne warme Luft und feuchte Luft auch. Hier haben wir Wiederholungsschilder. Und dann geht es hier runter. Ah ja, haben wir hier eine kleine Kantine, so wie es ausschaut. Ein Klospieler, der ein bisschen Musik macht. Ein bisschen Glücksspiel darf auch nicht fehlen. Eine Bar, wo man ein bisschen was zu trinken kriegt. Eine schöne Tanzfläche, eine Jukebox, wo Musik läuft. Gefällt den Leuten natürlich auch immer. Gibt es hier noch einen Händler. Ah, der goldene Hutte darf natürlich auch nicht fehlen. Und dann schön bunte Holoschilder an der Wand. Entspannte Sitzgruppe. Dass man das hier gut aushalten kann. Wunderbar. Kleine Kantine also haben wir hier auch. Hier scheint ja wirklich die Welt noch in Ordnung zu sein, während zwei Mauern weiter da gerade alles zusammenbricht. Zivilisierte Welt. Wumpratten überrennen und Piraten greifen an und so was. Gut. Und was haben wir hier? Hier haben wir. Oh, ein bisschen so ein Technikraum, war viele technische Geräte und Konsolen an der Wand. In der Mitte auch nochmal so ein großes Gerät hier. Einigen Bildschirmen, die da drum rumkreisen. Haben wir hier Regale voller Ersatzteile und hier kleine Mini-Druiden, ISO 5-Druiden. Und auch auf jeden Fall Imperial. Das heißt, wir haben hier den Keeper, wir haben hier einen General, wir haben hier noch Arlaia Seisen, wer auch immer das ist. Imperial Guard. Sind auf jeden Fall hier zwei mit am Start. Ja, und dann so Regale voller Ersatzteile, ne, was man eben so braucht, hin und wieder mal. Wunderbar. Ja, vielleicht so ein bisschen Operationszentrum und sowas, die Überwachungszentrale für das, was hier draußen so passiert. Ja, also hier scheint noch wirklich alles in bester Ordnung zu sein. Dann wollen wir mal wieder gucken, was hier hinten noch so abgeht. Sondern natürlich. Das war knapp. Schauen, dass wir hier heil wieder rauskommen hier. Hier steht auf jeden Fall einiges rum. Also wer sich denkt, die beiden, das ist schon alles, ne? Wer hier vorne an der Tür steht. Und dann steht hier noch eine ganze Wachmannschaft dahinter. Eieiei. So, hier kommen wir auf jeden Fall auch wieder heil raus. Hier oben wieder zwei Verteidigungsgeschütze, die auch schon drunter gelitten haben. Aber guckt euch das Schlachtfeld hier an. Jetzt bin ich runtergesprungen. Wow. Schönen Ausblick genießen und dann hüpfen wir erstmal runter. Na, hier ist ganz schön was los. Gut, dann schauen wir mal hier weiter. Oh, hier ist die republikanische Fraktion sogar noch im Start, auch mit einigen Personal. Das heißt, wir haben ja auch ein paar Agenten hier, Kommandos und auf jeden Fall einige von Wachen und auch ein Jedi-Meister. Und einen kaputten Druiden, den haben sie schon irgendwie kaputt gekriegt. Okay. Jetzt ist die Frage, ne? Die Piraten, gegen wen sind die? Sind die gegen das Imperium oder gegen die Republik? Und sind die Republik Imperium hier zusammen oder auch gegeneinander? Weil die sitzen ja praktisch fast übereinander hier, ne? Unten drunter hier ist ja direkt das Imperium. Ah, interessante Sache. Valkorion und Drammar sind hier an einem Geothermie-Gerät hier dran. Oder Channel Distributor. Kanalisieren irgendeinen Kram auf sich selbst. Ich glaube, es macht Spaß, sonst würden sie es nicht machen. Ich meine, es ist warm hier draußen. Können auch reingehen.
Gut, Anti-Air-Geschütz hat scheinbar nicht ganz so geholfen, wenn da hinten so eine Rettungskapsel mit voller Piraten gelandet ist. Dann haben wir hier einiges an Läufern, die stehen bereit für allen möglichen Kram, wobei hier auch schon ein bisschen was kaputt gegangen ist. Und hier so ein großer Schrotthaufen. Ein paar Sachen sind vielleicht noch zu gebrauchen, aber der meiste ist wahrscheinlich hier hinüber. Republikanische und imperiale Läufer und hier Sakul-Läufer tatsächlich. Also scheinbar machen die vielleicht sogar gemeinsame Sache hier gegen die Piraten. Könnte man sich auf jeden Fall denken. Hier ist auch ein Schiff abgestürzt, wobei ich glaube, das ist auch bloß ein Teil von einem Schiff. Ah, fehlt irgendwie ein bisschen was. Vielleicht ist es auch das ganze Schiff, aber das ist auf jeden Fall, er ist hinüber. Da kannst du nichts mehr mit anfangen. Ja, hier ist noch so ein imperialer Crawler. Ein paar Panzer stehen hier rum, haufenweise Munition, auch noch ein kleiner Gabelstapler, damit man das Ganze bewegen kann. Kleine Minisonde und da hinten so ein Sechsbeiner, die hier aufpassen. Auch große Gefährte hier noch, mit denen man Sachen verschiffen kann. Schrottdroiden hier haben wir auch noch mit dabei. Ja, und halt Waffen ohne Ende, ne? Dann haben wir hier auch noch Läufer, imperial und republikanisch auch wieder. Also auch an der Stelle wieder. Scheint so, als wären Republik und Imperium hier gemeinsam drin und würden sich halt gegen den Piratenangriff verteidigen. Ah ja. Ja, und dann haben wir hier noch scheinbar eine Art angenehme Sammelstelle, wie so ein Wasserloch in der Savanne, für Taurücken und für Bantas. Das heißt, hier haben wir verschiedene Taurücken, Highland, Jundland, Charcoal, Amberscale und Wetland. Das sind fast alle, ich glaube alle, die es gibt. Canyon Bunter, Dune Sea Bunter und Gorfer Bunter. Also haben wir auch die drei Bunters hier. Und denen geht es hier scheinbar gut unterm Schirm, wa? Gut, ich würde sagen, ich glaube, wir sind damit nämlich schon. Jetzt muss ich gerade mal gucken, habe ich irgendwo was vergessen? Nee, ich glaube nicht, ne? Nö. Dann sind wir doch tatsächlich auch schon durch mit dieser Tatooine-Festung hier von Satana. Wildes Kriegsgeschehen. Ich gucke mal, ob man hier irgendwie diese das ganze Chaos hier gut einfangen kann. Aber ich glaube, das geht von hier ganz gut. Ja, das war die Tatooine-Festung von Satana. Voll ausgebaut und sicherlich auch eine ziemlich hohe Prozentzahl hier der entsprechenden Haken genutzt. Und wenn du zuschaust, dann schreib gerne mal unten rein, wie viel Prestige hier du zur Verfügung hattest, wie weit das tatsächlich ausgebaut ist. Auf jeden Fall sehr cool gemacht hier mit dem Piratenangriff, der hier scheinbar gerade passiert und unten auch die Wumpratten, die das Ganze so ein bisschen überrennen. Und im Hangar ist auch schon einiges kaputt gegangen und Republik und Imperium halten hier ihre Stellung. Sehr schöne Szenerie auf jeden Fall, hat mir sehr gut gefallen. Ihr könnt natürlich auch gerne euer Feedback unten in den Kommentaren da lassen, würde mich und den Erbauer sicherlich auch sehr freuen. Und dann soll es das gewesen sein mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich. Mein Name ist Theodor Lohr, ich bin raus. Tschüssing.